jetzt eine ganz große Freude und Ehre, den Herrn Landesrat Rolf Holub hier zu haben, auch im Sinne dessen, dass politische Unterstützung, dass der politische Wille dafür gefragt ist. Und in dem Zusammenhang würde ich Ihnen auch gern dafür danken, dass Sie gemeinsam mit Ihrer charmanten Büroleitung uns es ermöglicht haben, heute hier zu sein. Und ich darf Sie kurz ein paar Worte zu geben. Gestärkt, als ich mit dem Rücken zur Wand saß, auch schon vom Lernwege her. Was wir uns mit Miro und mit dem Professor Haber gedacht haben, meiner Meinung nach gibt es seit 20, 30 Jahren eine unwahrscheinliche Umverteilung von Vermögen von unten nach oben. Und das erinnert mich ein bisschen an meine Jugendzeit, die 50er Jahre, wo ich dann immer Donald Duck gelesen habe und witzigerweise heute wieder zum Donald und niemand zum Dagobert. Wir haben jetzt wirklich die Situation, dass es 3, 4 Menschen auf der Welt gibt, denen einkommensmäßig alles gehört. Und das ist absoluter Unsinn. Wir können von staatlicher Seite nicht mehr das machen, was wir brauchen. Und wenn es der Professor Lutzinger sagt, ja, die Pflege und das Soziale, das ist im Kommen. Aber was haben wir? Wir haben rumänische Einzelunternehmerinnen, die unter Umständen als Schönheitssetzerinnen gelernt haben und jetzt bei uns ihre Steuer versuchen abzugeben, während sie farblich kaum qualifiziert sind und alle leiden, weil niemand richtig Rumänisch versteht, niemand richtig Rumänisch, die Rumänen sind auch so magische, die auf diese Art und Weise schlecht gepflegt werden wollen, weil unsere Gesellschaft nicht bereit ist, das Geld in die Hand zu nehmen oder nicht bereit ist, den Reichen das Geld so abzunehmen, wie es gehörte. Und deswegen macht das mit den Stiftungen einen Sinn, weil ich ganz viele arme, reiche Menschen kenne, wie zum Beispiel, was weiß ich, Strabag, die sagen, was soll ich machen, ich habe jetzt so viel Kohle und ich weiß nicht, wohin damit, es wird immer weniger und diesen müssen wir helfen. Denen müssen wir helfen, wohin sie mit ihrem Geld sollen. Kommt zu uns, wir wissen, was damit anzufangen. Wir sind die Gesellschaft und ansonsten wird es gewaltfrei nicht ablaufen, glaube ich, mit dieser unwahrscheinlichen Dummheit, die im Moment auf der Welt ist. Wir kämpfen gemeinsam gegen das Dumme und danke Miro und alle anderen, die daran teilnehmen. Ich gehe wieder zum ORF und zünde den dritten Reif an. Giving-Pledge in den USA unter der Leitung von Bill Gates und Warren Buffett sind es mittlerweile 120 Milliardärsfamilien, die gesagt haben, sie werden die Hälfte ihres Vermögens zurückgeben und dafür haben sie den sogenannten The Giving-Pledge aufgesetzt und der Landesrat sagt, ja, dann machen wir halt den Taking-Pledge. Also weil wir mit unseren Plattformen, unseren Informationssystemen und der Global Challenge Foundation, die wir hier aufbauen wollen in Kärnten, wirklich global eine Rolle spielen wollen bei dieser Umverteilung bzw. Rückführung von finanziellen Ressourcen an Leute weltweit, die zu UNO-Zielen beitragen. Und im Sinne